Wir stechen das Gemüse. Geht doch! Genau so. Und sammeln Plastiktüten. Wir schrubben Bahnhofs Klos und ihr seid ahnungslos. Denn wenn ihr auf Reisen geht, bumsen wir eure Frau. Ich brauch echt kein Biofall. Er wird auch so platt. Verschert mich CO2. Er fährt eh Rad. Was ich brauch ist einfach mehr als ich hab. Und das ist gar nicht mal so viel. Ey, sag mal, Digga, Alter, weißt du, was ich mein? Eins für den Eurojob, zwei für das ALG. Drei sind aller guten Dinge mit Hartz. Vier gibt's kein Chardonnay. Und ich hab nicht viel außer Schulden und ein Kind mit einer anderen Frau. Ich brauch nur noch einmal Ärger mit dem Bullen. Und er wandert in den Baum. Traurig, doch so sind die Zeiten. Was ich auch mache, es bleibt alles beim Alten. Oft hab ich schon ein Nasenhaar für ne Wimper gehalten. Let's do it again. Oh, ich wünsch mir, dass ihr singt. Wir stechen das Gemüse. Es war gefällt. Schon eine Beschäftigung für mich gefunden. Aha. Darf mich setzen, ich will sie hier wirklich nicht hetzen. Doch ich warte hier seit einigen Stunden. Habe mich extra in meines entsprechend rasiert und einen Schlips umgebunden. Tja, und ehe sie mich fragen, ich habe jetzt seit ungefähr 14 Tagen nicht mehr getrunken. Ich hoffe, dass sie sich an mich erinnern, bin immerhin eine ihrer ältesten Kunden. Und diese Krise, die sie da ansprechen, die habe ich eigentlich ganz gut überwunden. Noch vor einem Jahr, wo ich beinahe ganz im Erdboden versunken. Fräulein, Sie müssen wissen, die Ameisen sehen wie Menschen aus von so weit unten. Also was kann ich tun? Was kann er tun? Kommt sie schon? Kommt sie schon? Was ist das verloren? Der blanke Hund. Ihr Weiber habt's gut, euch bleibt ja die Prostitution. Wir stechen das Gemüse im Spargelfeld. Das ist nicht König Buch, das Typ auf der Fahrt. In der einen Hand die Zeitung von gestern, in der anderen eine Flasche Bier. Sitz ich hier und denke nach über mein Leben. Und nach einer Weile wird mir klar, dass mir alle Türen offen stehen. Scheißhaus putzen oder Fleisch Akkord zerlegen. Folgendes Gerücht hält sich in dieser wunderschönen Stadt Siegen, die ich heute mir aus der Nähe angeschaut habe. Fettes Brot hat hier schon mal gespielt. Das stimmt. Was ein Gerücht ist, ist allerdings, was mir heute in eurer Passage, wie heißt die Passage hier noch? City Center, so ähnlich. Ne? Center. City, was? Center? Genau da. Irgendwas mit City und Center. Champs-Élysées. Genau da traf ich heute eine Person, die meinte,
ihr wart hier auf dem Festival der guten Laune und ihr seid so spät aufgetreten, weil ihr unbedingt die Heike Mackert Show sehen wolltet. Das Gerücht hält sich hier seit Jahren, es stimmt nicht. Ist Heike Mackert da? Seht ihr? Wer ist Heike Mackert nochmal? Bitte? Achso, ach, das ist doch die Knef. Ich wurde sauer, ich wurde richtig wütend und schrie und trat beißend, kratzend um mich. Im City Center, nee, so ähnlich. Was? Galerie. 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 City Galerie. Applaus. Das ist es, deswegen sind wir Popstars geworden. Für die einfachsten Sachen brauchen wir Minuten. Brauchen wir Minuten. Wer war nochmal Heike Mackert? So, ich wütend schreien, am Beißen, am Kratzen, bis die Polizei kam. Ich sagte, als die Polizei kam.